Und damit hallo und herzlich willkommen zum Review von diesem Separatisten-Shuttle. Schließlich muss es nicht immer nur heißen, für die Republik. Bam, bam, bam. Wir können uns auch mal freuen, wenn es endlich mal ein Separatisten-Set ist, das ich hier reviewe. Denn schließlich kommen Separatisten-Sets und gerade Shuttles der Separatisten bei Lego viel zu kurz. Überlegt mal alleine, wie lange das letzte Druiden-Battlepack her ist. Oder der letzte Druiden-Transporter, wo wir tatsächlich mal Separatisten-Figuren en masse bekommen haben. Stichwort Minifigur, das ist nämlich ziemlich gut. Fangen wir direkt nämlich mit diesen einmal an. Ja, zuallererst hätten wir ja einmal Onaconda Far. Für die, die es noch nicht wissen, dieses Set basiert übrigens auf Star Wars The Clone Wars Episode 8 Staffel 1. Und da war Onaconda Far auch mit dabei gewesen. Generell, dieses Set ist noch sehr, sehr akkurat zu dem, was man tatsächlich in der Serie gesehen hat. Nicht so wie heutige Gunships zum Beispiel. Wie auch immer, wir haben hier einen sehr, sehr simpel gestalteten Torso mit übrigens keiner Rückenbedruckung. Das spektakulärste ist noch der Kopf dieses Rodianers. Der ist richtig schön akkurat beprintet worden. Ich liebe vor allem diese hellblau herausstechenden Augen da am Kopf. Das ist auch dasselbe Headmold für zum Beispiel Greedo. Bei Onaconda Far macht sich diese Kopfbedruckung enorm gut. Es ist übrigens auch das einzige Set, wo wir diese Figur oder generell diesen Charakter bisher gesehen haben. Ja, als nächstes hätten wir den Vizekönig der Handelsföderation, nämlich Newt Gunray. Dieser Nemodianer ist für die damalige Zeit echt gut beprintet worden. Diese Krone, die er hier aufhat, ist übrigens auch ein separater Mold. Allzu oft sieht man den nicht und der ist auch das seltenste an der Figur noch. Ich mag dieses bedruckte graue Gesicht von Newt Gunray und auch die Beprintung des Gewands auf dem Torso sollte sich eigentlich bis nach ganz unten ziehen. Aber für 2009 ist das auf jeden Fall komplett ausreichend. Es ist eine schöne Minifigur, trotz dessen, dass halt, ja, die wenig bedruckt ist. Dann brauchen wir natürlich noch jemanden, der das Shuttle steuert. In diesem Fall wäre es dieser Pilotdruide. Auffällig bei diesem Pilotdruiden, das ist noch nicht der Pilotdruide, der hier in der Mitte des Torsos diesen beigen Streifen hat. Neuere Pilotendruiden haben den ja, nur eben dieser eine spezifische Druide nicht. Und zur Bewachung des Vizekönigs kriegen wir auch noch zwei ganz normale B1 Kampfdruiden in diesem Set. Schöne Ergänzung, man kann Kampfdruiden eigentlich fast überall reinpacken, solange das Set ära-gerecht ist. Für dieses Set habe ich übrigens auch mal die Anleitung für euch. Ich meine, ich habe dieses Shuttle mal in einer Ebay-Auktion gewonnen und da war die Anleitung mit dabei. Wir haben hier das schöne klassische Boxart nochmal auf der Anleitung draufgeprintet, welches das Shuttle im Orbit zeigt. Ich meine vom Planeten Rodia. Hier oben die für 2009 typischen Klone rechts und nochmal links das Logo. Auf der Rückseite überraschenderweise Werbung für Lego City, Star Wars. Und das ist Bionicle vielleicht. Hinten drin nochmal Werbung für Lego Club und die damaligen Sets. Oh, der Playscale Venator und der legendäre Y-Wing. Oh, das ist eine schöne Seite. Ich glaube sogar meine Lieblingsseite in der gesamten Anleitung. Dann natürlich nochmal die Teilauflistung. Und wenn das Set aufgebaut ist, sollte es möglicherweise so aussehen. Habe ich auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Starten tut ihr diese gesamten Bauschritte übrigens mit den Minifiguren direkt auf Seite 1. Schöne Anleitung, ich vermisse wirklich die Boxarts auf den Dingern. Machen wir weiter mit dem Set. Für die damalige Zeit ist es auf jeden Fall ziemlich decent designt worden und ich meine, es könnte sich sogar heute noch ziemlich gut sehen lassen, weil an diesem Set sind Sticker vorhanden und offene Technik. Das ist eigentlich genau das, was Lego heute auch macht. Perfekt. Gestickert worden sind hier leider nämlich diese Technik-Details links und rechts an dem Shuttle von der Außenhülle und dieses große Panel hier vorne ist ein Print, Leute. Es ist kein Sticker. Wenn ihr dieses Set übrigens anfassen wollt, um damit zu fliegen, würde ich euch empfehlen, nicht hier oben anzufassen, weil das ganze Ding nur auf diesen paar Noppen befestigt worden ist. Und die sind nicht gerade stabil. Ihr habt es ja gesehen, ich konnte das ohne große Probleme voneinander lösen. Man sollte das auf jeden Fall hier so anfassen und dann könnt ihr damit rumfliegen. Um dieses ganze Separatisten-Shuttle übrigens in den Flugmodus zu bringen, können wir einfach die Beine zusammenklappen. Die legen sich gerade hier vorne am Rumpf des Schiffes ziemlich smooth an und dann kann es durch den Weltraum fliegen. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus mit diesen eingeklappten Beinen. Und zack, schon steht's. Perfekt. An der Vorderseite des Shuttles sehen wir auf jeden Fall erstmal diese drei Scheinwerfer oder was das auch immer darstellen soll. Ich vermute, es sind Scheinwerfer oder irgendwelche Ausgucklöcher. Und um das Cockpit des Shuttles zu erreichen, klappen wir einfach nur dieses große Panel hoch. Außer ein paar weird verbauten Farben sieht man da drin auch nicht wirklich viel. Es ist einfach nur Hohlraum mit einer kleinen Technikbar, wo wir unseren Pilotdruiden einmal nehmen können und ihn da ranmachen. Das geht immer ein bisschen fummelig, weil Druidenarme sind nicht gerade die stabilsten. Dann kann er da in diese Wanne reingesetzt werden. Ist ja noch nicht mal wirklich ein Sitz, der hält sich halt wirklich nur in dieser Technikstange da fest und dann können wir das Ganze auch wieder zumachen. Mit der richtigen Quetschmethode passen die übrigens auch alle drei Druiden in dieses Cockpit rein. Glaubt mir, ich habe es ausprobiert. Und das Shuttle wäre natürlich nutzlos, wenn es nicht Leute oder Ware transportieren könnte. Deswegen gibt es ja bei diesem Shuttle noch einen Laderaum. Und um diesen Laderaum, der sich hier hinten befindet, zu öffnen, müssen wir hier an diesen kleinen Zahnrädern drehen. Die befinden sich jeweils links und rechts. Und wenn wir richtig herum an denen drehen, dann öffnet sich, wow,
diese Tür. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingstürfunktionen, die es bei einem Shuttle oder bei einem Lego Star Wars Set irgendwie auf jeden Fall gibt. Klar, die schließen jetzt nicht so smooth, da ist noch ein kleiner Gap dazwischen. Manchmal kann sich die Technik noch ein bisschen verhaken, gerade wenn ihr die Türen zu weit rausdreht, dann kann es sein, wie jetzt zum Beispiel, dass die Zahnräder nicht mehr greifen. Da muss man immer ein bisschen nachschieben und dann greifen die wieder. Nebenbei, wir haben hier auch noch einige Lichter, damit man beim Ein- oder Aussteigen nicht über die eigenen Füße fällt. Wenn wir eine Person hier reinsetzen wollen, öffnen wir diese Türen und nehmen dann dieses kleine Sitzpanel raus oder diesen kleinen Sitz. Da drin ist dann nichts weiter außer Hohlraum, Technik und weirde Farben. Ihr könnt natürlich auch hier einige Cargo-Boxen reinstellen. Ihr kennt ja diese klassischen Kisten, die manchmal bei Lego-Sets dabei sind. Die kann man hier reinstellen oder selber eine Box customisieren. Bei diesem Set ist es aber so gedacht, dass wir hier Nude Gunray auf diesen Sitz setzen und dann wieder in dieses Shuttle reinführen. Der passt da selbst mit seiner Krone perfekt rein. Der sitzt dann da so freudig drinne, wartet darauf, dass er weggeflogen wird. Dann schließen wir diese Türen und schon ist das Shuttle bereit zum Abheben. Zack, los geht's. Ja, und allem war es das jetzt auch wieder mit dem Separatisten-Shuttle. Von den Spielfunktionen her muss das Shuttle auch nicht wirklich viel mehr können. Heute wäre vielleicht noch ein Spring-Loaded Shooter irgendwo angebracht. Aber ich denke, auch so kann man seiner Fantasie hier sehr viel in freien Lauf lassen. Und ich bin ein riesen Fan von diesem ganzen Farbspiel zwischen Hellgrau und diesem Dunkelblau. Gerade bei diesem, ja, Flügel ergibt das Ganze einen richtig geilen Augenschmaus. Ich finde aber, dass gerade bei dem Cockpit der Innenraum doch sehr leidet. Klar, er erfüllt seinen Zweck, doch er ist ein bisschen, ja, seltsam gestaltet. Und alles in allem würde ich diesem Shuttle deswegen auch 7 von 10 Punkten geben. Ihr wisst ja, 7 ist so meine Lieblingszahl mittlerweile geworden, was die Punktevergabe angeht. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet. Und nochmal eine kleine Nachricht an Lego jetzt am Ende. Dieses Separatisten-Shuttle hier ist eine großartige Möglichkeit für ein Remake. Und vor allem haben wir dieses Separatisten-Shuttle ja auch schon in einigen anderen Variationen gesehen. Also da können auf jeden Fall einige Lego-Sets kommen. Star Wars The Clone Wars ist heute noch nicht ausgelutscht. Tja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, ciao.